Und einmal mehr, herzlich willkommen bei Kuhnmann LP und Horizon Zero Dawn. Was für eine schöne Aussicht, was für eine schöne Natur, aber der Schein trügt. Zeitrechnung in meinem Leben gerade Freitagabend. Guter Augenblick, zum da ein bisschen, ja, mit dir rumschiessen. Ja, und letztes Mal haben wir ja gesehen, wir haben da etwas Schönes vorbereitet. So, eine Lager. Oh, ciao, ciao. Einmal weg, hä? Eigentlich ein guter Anfang, oder? Aber... ich glaube, das geht noch besser. Ich muss zum Kopf des Langhalses hochklettern. Das wäre schon hure cool, wenn ich den jetzt auch so würde treffen. He? Yeah. So, was haben wir noch? Ah, was machen wir da hinten? Gut. Ich bin mehr als bereit für dich. Ah, warte mal. Hey. Nicht schlecht. So, und jetzt? So, eben willkommen. Freitagabend. Ein bisschen Spass und Spannung muss sein da. Kuhnmann LP für dich extra. Eine zusätzliche Folge. Mit der Vollproduktion. Das muss man aber nicht ehrlich sagen, weil ich hoffe, du merkst keinen Unterschied. Ja, wir hören es auch meiner Stimme. Die Hartwoche ist hinter uns. Die Mörder. Was machen die hier? Ah. Was ist denn da? Für die, die letztes Mal nicht dabei waren, sind wir jetzt ein bisschen überrascht. Und für die, die letzte Folge gesehen haben, heute schaffe ich es. Lustig. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja da hinten auch noch ein paar Wachen. Die sollte man vielleicht auch überwachen. Oder? So. Da oben ist eigentlich nichts so weit. He? Sieht gut aus. Aha. Eben, hast du es gesehen da hinten? Und das lassen wir natürlich nicht zu, weil Langhals sind unsere Kollegen. Hey. Du kannst der Gerechtigkeit nicht entfliehen. Hier auch nicht. So. Ja, ja, das kann gut sein. Aber hey, lass sie jagen. Sehr gut. Also. Dann eben da hinten. Kollege, wie wolltest du das sagen? Verderber. Ich glaube, dem schicken wir jetzt mal ein paar Grüße von den Noras. Passiert da wenigstens etwas? Man hofft. Jetzt bin ich gerade kurz verschrocken. Hey! Das geht natürlich nicht.
Ja, genau. Ja, seufze. Das ist natürlich nicht der Plan, dass das Viech uns anläuft. Spannung, Spannung, Spannung steigt. Hey, ich bin jetzt im Fall 2-3 Mal verschrocken wegen diesem riesen Viech da hinten. Obwohl sie eigentlich auf unserer Seite ist. Ganz klar. Also, jetzt dann gerade. Leck, bin ich verschrocken. So. Der riesen Kraken auf vier Beine da irgendwie ist auch langsam am Gehen. Okay, sie ziehen ab. Also lassen wir da kurz gehen. Die da oben sind immer alle weg. Sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir dann mal anschauen. Körperschwäche. Die starken Pfeil. Feuer. Ah, Feuerpfeil. Blöd. Gut. Und der hat auch Pfeil, hä? Was meinst du? Wie der geil eingefroren ist dort. Schockwurzeln nehmen wir mit. Und jetzt machen wir fröhliches Pfeilschiessen. Was haben wir da noch? 1, 2, 3. Ja? So, schau noch mal. Komm. Nein, was ist denn hätte gesessen?
So, und jetzt. Komme ich da rauf? Nein. Gut. Gut, warte. Was sind die Verspässer da? Ja, mal ausprobieren. Sehr geil. Kommt. So. Ja, wir könnten jetzt auch sagen, cool Mann, du bist ein Schisshals. Aber hey, macht Spaß. Also ich find's lustig. So. Also, Arbeit. Versteck dich nur. Das macht die Jagd nur interessanter. So. Ich habe sie verloren. Ich will die Macht des Schattens über ihn. Komm, Teresa, komm. Was ist das? Ah, gehört jetzt viel. Cool. Präzisionsfeil. Ah, es geht auch ohne Ziele. He? So, komm. Aus. Der wird nicht mal merken, dass ich angreife. So. Weg.
Ruhe. So, jetzt müsste ich da am allerliebsten so etwas trinken, mal wieder. Weil meine Stimme ist halt nach dem Arbeiten noch nicht mehr so die jüngste. Und man hört es auch. Gut so. Haben wir da irgendwo ein Lagerfeuer oder so? Weil, wisst ihr, was letztes Mal passiert ist? Also für die, die nicht dabei sind, waren da. Also, du darfst jetzt einfach nicht lachen. Und zwar, auf dem Weg, da oben durch, sehr erfolgreich, alles ausgeschaltet. Da natürlich die Kerze den Pfeil abgeholt. Nochmal, sehr nett. Da hochgeklettert. Der hat da gelootet. Gemütlich da über. Da gesprungen. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Da gelootet. Okay. Bleiben wir da. Was haben wir da lassen? Zünder, okay. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Also, da bin ich da daneben gesprungen. Einfach saublöd. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. So. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Also. Sehr interessant. So. Yes! Number 3. Numero 3. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wow. Schau dir das an. Puh. Schau mal, was wir alles da haben. He? Und dann würde ich sagen, siehst du das? Na da. Wow. Da haben wir noch ein bisschen Quest auf dem Weg. Wie das könnte man eigentlich machen? Was wir aber mit aufpassen ist, da hat es verdorbene Zone 32. Ja, meine lieben Leute. Ich glaube, das machen wir später. Jetzt gehen wir zuerst mal hier speichern. Schauen, was da sonst noch alles hat. Sehr gut gemacht. So, und da sind natürlich auch noch zwei, drei Sachen hier im Lager. Gehärtete viel. Von denen hat es wirklich ein paar jetzt gegeben hier. Cool. So. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Weißt du was? Für eine Verderberlinse machen wir doch noch einiges. Und zwar.
Irgendetwas, was wir einfach... Wahrscheinlich ein bisschen 20 Scherben. So what? Tschüss! Ja. Verderberlinse, sehr gut. Was haben wir sonst noch da? Mann, was hat er jetzt gemacht? Nein! Das ist, wenn Helden mit dem Inventar spielen. So what? Ciao! Ich hasse sie. Danke. Gut. Wildschweiss hat es nicht wirklich viel noch. Die Waffen liegt hier oben. Ja, ich glaube, das ist verkraftbar, wenn wir das hier mal so ein bisschen einlassen. Ja, und auf dem Weg. Vielleicht wieder das ein oder andere Pflänzchen mitnehmen. Und ja, die schöne Musik geniessen im Hintergrund. Wirklich alles weg da. Gut. Haben wir sehr gut gemacht. Ich würde sagen, die grossen Let's Player wären stolz. Aber nur wenn sie die Folge schauen und nicht die vorher. Einfach vorbeigesprungen. Aber hey, das kann am besten passieren. Und irgendwie weiss ich jetzt gar nicht woher. Aber ich glaube. Langweil. Wo? So, und übrigens, die roten Blumen sind die wichtigen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Wenn ich da im Hasen laufe, also so, rumlaufe, dann sehe ich die eben direkt, weil die anderen, die sind so unauffällig. Ja, ich glaube, das ist, warum ich an den einen Blümchen vorbeilaufe und an den anderen nicht. Weil Gesundheit, Gesundheit ist doch wichtig. Und darum solltest du gerade jetzt nach dem Let's Play einen Apfel essen, weil ich gesagt habe. Und ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Kuhnmann LP. Und wenn dir das da gefällt, was ich da anstelle, erzähl es weiter. Ich brauche noch ein paar Subscriber. Und für den 100. Ja, der 100. Der kriegt einen Pullover mit dem schönen Logo von diesem schönen Kanal. Und jetzt höre ich auf. Bis morgen. Danke vielmals, bist du dabei gewesen. Und ja, auf Wiedersehen.